Dieses Schloss sollte nicht schwer zu knacken sein. Mal sehen. Ich brauche eine biegsame Nadel, Watson. Versuchen Sie bitte, eine aufzutreiben. In Ordnung, Holmes. Okay, wir brauchen eine biegsame Nadel. Eine biegsame Nadel. Vielleicht... Ich hätte eine Idee, dass wir vielleicht mal Lucy fragen können. Miss Lucy, ob sie vielleicht irgendwie so etwas parat hätte. Vielleicht kann sie uns weiterhelfen. Ach, Lucy, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie herzerwärmend es ist, Sie hier so zu sehen, vor allem in Zeiten wie diesen. Erzählen Sie mir, wie ist es Ihnen die letzte Zeit ergangen? Sie sind jetzt Blumenhändlerin? Oh ja, Doktor. Ich verkaufe Blumen. Bin mittlerweile verheiratet und habe zwei wunderhübsche kleine Zwillingsmädchen. Herzlichen Glückwunsch, Lucy. Aber genug von mir. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Darf es vielleicht ein hübscher Blumenstrauß sein? Im Moment nicht, Lucy. Ich bräuchte einen biegsamen, aber robusten Gegenstand. Ein Blumenstab sollte diesen Zweck erfüllen. Oh, ich verstehe. Sie wollen damit eine Tür oder ein Fenster öffnen. Lucy, Sie überraschen mich immer wieder. Sagen wir einfach, dass das Türschloss meiner Wohnung klemmt und ich mir durch das Fenster Zutritt verschaffen will. Da werden Sie mit einem Blumenstab nicht weit kommen. Versuchen Sie es besser mit einer Haarnadel. Ein ideales Werkzeug für einen rechtschaffenen Herrn, der in seine Wohnung will, ohne die Tür benutzen zu müssen. Sie sind wundervoll, Lucy. Auf Wiedersehen, Doktor. Das war eines der schlechtesten Ausreden, die ich je gehört habe. Aber gut, er hat es auch so formuliert, dass er, dass er mehr oder weniger trotzdem irgendwo noch die Wahrheit sagen wollte, beziehungsweise nicht belügen wollte. Und Sherlock sieht auch sehr interessant aus mit seiner, mit seinem Paket, wie er da steht. So, dann rüsten wir mal den Nadel aus und schauen uns das mal an. So. Wir müssen, ja, aber... Achso, hier ist das Bild. Ich habe das Bild gar nicht gesehen. Okay, also wir müssen ganz nach oben. Achso, weiter geht es nicht. Okay. Dann geht es hier weiter so. So runter. Das muss gerade sein und das muss wieder runter. Und bestätigen. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Warte, können wir das auch bewegen? Nein, können wir nicht. Warte, wir haben das hier. Das hier, dann ist es so. So, jetzt aber. Das ist nicht richtig. Was? Nochmal von vorne. Es geht hoch, dann so, dann so. Oder müsste es vielleicht noch weiter? Ah, okay. Gut. Und zack, zack. Gut, wir können durch. Die Küche. Da ist genug Platz, um ein Dutzend Menschen zu versorgen. Ja, laut Zeitung unterrichtet die Frau des Richters nicht nur die Schüler, sondern kocht auch noch für sie. Oh, das ist ja lieb. Okay, jetzt spielen wir Sherlock. Jetzt wieder an der Seite von Sherlock. Was habe ich hier? Kürbisse und Brot. Und Kohl ist auch da. Dann habe ich hier, oh, hier ist ein Blatt. Das hier könnte interessant sein. Oh, eine Stimmgabel. Eine Rudergabel. Die gehört da eigentlich nicht hin. Das war's. Okay. Können wir uns was beim Ofen anschauen? Nein. Was ist das? Speiseöl. Ah, okay. Olivenöl. Was haben wir hier? Also, warte, der Herr... Das ist noch an? Das müsste ja doch dann eigentlich heißen, dass jemand da ist, oder? Ich meine, wer würde das einfach unbeaufsichtigt da brennen lassen? Oh, da gibt es Pickles, also Gurken, eingelegte
Was ist das? Sind das Tomaten? So. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ja, dass da noch eine Tür ist, das haben wir schon gesehen. Und da bei dem Tuch oder bei dem... Bei der Jacke ist nichts. Okay. Dann öffnen wir mal die Tür. Und hier werden die Kinder unterrichtet. Was für ein eindrucksvolles Klassenzimmer. Die Kinder können sich glücklich schätzen. Das sieht echt krass aus. Es sieht viel schöner aus. Wenn man mal so vergleicht, wie Schulen heutzutage aussehen, das kann man echt nicht. Das kann man den Kindern eigentlich nicht antun. Oh, ist das schön. Oh, so etwas habe ich in kleinem Format zu Hause. Beziehungsweise, das befindet sich bei meinen Eltern noch. Da kann man, damit hat man immer früher gerechnet. Gut, aber schauen wir mal weiter. Warte, da war eine Schublade offen. Die will ich mal angucken. Ein Zettel. Brief von Richter Packett. Meine Liebste, wahrscheinlich werde ich nicht hier sein, wenn du zurückkommst, da eine äußerst wichtige Angelegenheit an mich herangetragen wurde, die auch der Grund für meine seltene Anwesenheit die letzte Zeit ist. Meine Untersuchungen förderten zutage, dass diese Angelegenheit eine enorme Tragweite haben dürfte, weswegen ich unverzüglich mit dem Premierminister sprechen muss. Die Sicherheit des Landes ist in Gefahr. Aber sorge dich nicht, meine Liebste. Genieße die Reise mit deinen Schülern. Ach, wenn wir schon bei dem Thema sind. Einer deiner Schützlinge hat sich zwei meiner Rudergabeln stibitzt. Ah, okay. Vielleicht hat der Junge dies dann dort versteckt, in der Küche. Du weißt doch, wie viel mir diese Andenken bedeuten. Sie erinnern mich an den größten Triumph meiner Jugend bei der New Yorker Rudermeisterschaft. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du sie finden und wieder an ihren Platz zurücklegen würdest. Im Übrigen ist mir auch nicht entgangen, dass der Süßigkeitenschrank beschädigt wurde. Ich habe dich immer bei deiner wohltätigen Arbeit unterstützt und weiß, wie schwer es ist, diesen Straßenkindern ihre schlechten Gewohnheiten auszutreiben. Aber vielleicht solltest du ihnen beibringen, dass man das Eigentum anderer Menschen respektieren muss. Ja, und bis zur heutigen Zeit sollte man versuchen, den Kindern ein bisschen Respekt beizubringen. So, die Schublade hier können wir nicht öffnen und am Rand gibt es auch nichts mehr. So, was haben wir denn dort für... Ist das eine Karte? Ah, schauen wir es mal hier. Hier haben wir ein... ein Bild. Das ist ein Foto, auf dem der Richter und seine Frau abgebildet sind. Und hier nochmal ein Bild von dem Big Ben. Dieses Foto entstand bei der Hochzeit von Richter Beckett. Ich verstehe nicht, warum wir die Bilder mitnehmen, aber gut. So, das sieht mir sehr aus nach einem Prügel. Nee, okay, es ist ein Zeigestock, aber vielleicht... Vielleicht wird er auch zum Prügeln benutzt. Obwohl ich mir das ehrlich gesagt bei Miss Beckett nicht vorstellen kann. Aber es wäre... Also man muss halt natürlich bedenken, dass es unartige Kinder sind, aber Gewalt ist keine Lösung, bekanntlich. So, wir können uns hier nichts mehr angucken. Die Zettel sind anscheinend unwichtig. Die Formulare ist vermutlich irgendein Schulkram. Mal kurz drüber gucken. Nee, da ist alles weg. Gut. Und ja, dann schauen wir mal, was es mit dieser Karte auf sich hat. Hören Sie dieses leise, metallene Geräusch? Da ist etwas drin. Oh mein Gott. A present from Lord Benegor to Miss Beckett as the keepsake of his blessed day of your marriage. Ah. Das hat die Miss Beckett zur Hochzeit von Lord Benegott bekommen. Wir haben Tunis, Oran, Casablanca, Algier, Madrid, Paris, Berlin, London. Ach so, jetzt. Ach so, so ist die. Ah, ist ja komisch. Bombay. Fotografie. Ah, the most romantic evening of my life in the heat of Bombay. Ah, vielleicht müssen wir ja markieren, wo die alles gewesen sind. Vielleicht ist die Uhrzeit entscheidend, ich weiß es nicht. Müssen wir da vielleicht so eine Reihenfolge beachten? Und hier, ja, hier ist klar, wo wir sind. Das ist natürlich London. Das steht außer Frage. Und hier ist das verliebte Pär. Ja. Ah. Sieht auch interessant aus mit dem gewaltigen Kopf auf den Schultern.
So, wir haben Bombay. Zwischen den Städten und den Zahlen oben auf dem Kästchen besteht irgendein Zusammenhang. Aber mir fehlen Informationen, um herauszufinden, welcher. Ich glaube, das ist wirklich so... Alter, so viele Zahlen, was? Okay, also, damit ihr... Oh, 24, okay. Was ist das? Ach so, und so können wir noch weiter. Ah, okay. Alles klar, aber ich denke mal, dazu brauchen wir noch mehr Informationen. Vielleicht müssen wir hier einfach mal überall verstreut nach Bildern ausschauen. Oh, Isaac Newton. Nach Bildern Ausschau halten. Was haben die Kinder denn hier bei Miss Beckett gelernt? Hier sind Bücher. Hier ist noch, ein paar Zettel. Brief von Lord Beauregard. Ach so, das ist der Vater von Miss Beckett. Ah, okay. Meine liebe Tochter, deine Vermählung mit Lord Beckett macht mich zu einem glücklichen Vater. Welchen besseren Gemahl könnte ich mir für meine einzige Tochter wünschen? Lord Beckett ist ein aufrichtiger Mann, der an die Gerechtigkeit glaubt. Er ist ehrenwert und unbestechlich, was heutzutage eine Seltenheit ist. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich anfangs gegen deine Reise nach Indien war, bereue ich meine etwas übertriebene väterliche Fürsorge und bewundere nun deine Beharrlichkeit und deinen starken Willen. Schließlich haben dich deine Engelsgüte und dein Mitgefühl für die mittellosen Kinder dazu bewogen, die Wohltätigkeitsarbeit in diesen heruntergekommenen Waisenhäusern Bombays aufzunehmen. Und eben dieser selbstlose Dienst... Ich kann nicht mehr lesen. Und eben dieser selbstlose Dienst hat dazu geführt, dass du den Mann kennengelernt hast, den das Schicksal als deinen Gatten auserkoren hatte. Wenn du auf deinen dickköpfigen alten Vater gehört hättest, hättest du England nicht verlassen und wärst Lord Beckett niemals begegnet. Jetzt, da du wieder zurück in England bist und er das Klassenzimmer in seinem Herrenhaus für dich eingerichtet hat, hege ich die Hoffnung, dich wieder öfter zu sehen. Während du diesen Brief liest, solltest du auch ein kleines Geschenk in deinen Händen halten, das ich dir zu Ehren deiner Rückkehr gemacht habe. Ich weiß um deine Reiselust und dieser mechanische Kartenkasten, gefertigt vom besten Möbelschreiner Londons, dürfte dir gefallen. Es handelt sich dabei um eine Art Tresor. Ich habe um eine personalisierte Kombination gebeten. Du wirst sie dir gut merken können. Dein dich liebender Vater. Okay, ich habe hier den nächsten Ort, und zwar war das... wo war das? Da. Indien. Indien. Diese Frau ist bewundernswert. Da sie keine eigenen Kinder haben konnte, hat sie beschlossen, für hunderte andere zu sorgen. Ist da noch ein Mülleimer? Können wir Mülleimer reinschauen? Nein, können wir nicht. Ja, wir sind doch noch gar nicht so weit. Oh, was steht da drauf? Who were the ancient Greeks? Tragedy and Comedy Theater. The what theater is Greek? Most modern theaters follow the Greek plan. The Olympics, Marathon, the first alphabet with vowels. Okay, was haben wir es damit auf sich? Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Oh, wir haben doch da Öl gehabt. Dann können wir das doch einölen, oder? Auf der Tafel sieht man, welches Fach die Kinder als letztes hatten. Altgriechisch. Bin ich froh, dass wir sowas halt nicht mehr haben. Ich gehe mal davon aus, dass es hier auch klemmt. Ja. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Gut. Habe ich hier noch irgendwas? Gut, dann schauen wir mal weiter. Wen haben wir hier? Galileo Galilei. Oh, und ein Kästchen. Oh mein Gott, was ist das denn? Anleitung. Erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge und benutzen dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige Zahl sein. Die Zahl x darf nur einmal vorkommen. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Warte, können wir das können wir nicht bewegen. Das ist... Also hier haben wir 3. Eins plus drei sind vier.
Dann tun wir hier 2 hin. Dann haben wir 5. Das passt. 4, 5. Dann... Ich muss Minus kriegen, das heißt, hier muss... Wie kann man denn... Ah, okay. Alles klar. Ich mach das mal... Hier? Das ist ja... Oder kann man das noch weiter drehen? Nee, kann man nicht. Ach so, das ist... Oh, so muss das sein. Moment, warte. Wir haben hier 4, hier haben wir 5. Das heißt, jetzt muss 6 oder größer sein und es darf nicht größer als 10 sein. 6, das heißt, es muss 7 sein.